Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Ihr seht schon, die Sonne geht gerade auf. Wir sind genau rechtzeitig hier oben angekommen und unser Inventar ist mal wieder total überfüllt. Nun gut, wir werden mal eben schauen, dass wir ein paar Barren herstellen, beziehungsweise, naja, wenn ich jetzt Barren herstelle, kann ich die eh nicht mehr tragen. Das wird das Problem dann sein. Wie machen wir es am besten? Ich werde erstmal ein paar Bricks herstellen, würde ich sagen. So, haben wir hier Grey Bricks. Hauen wir einfach mal einige Steine hier durch den Wolf. Und ja, ein paar haben wir jetzt noch über. Die hau ich auch nochmal weg. Steine werden wir wahrscheinlich eh nicht brauchen. Gut, und dann könnten wir ja mal loslegen und Eisen etc. hier einschmelzen. Damit wir da. Oh, meine Güte, war das viel Kupfer. Hatten wir sogar schon einen ganzen Stack voll. Und ja, bei Eisen haben wir auch einen ganzen 99er Stack. Das ist auch schon mal sehr gut. Also eine Menge Eisen haben wir da aus der Höhle geholt. Was? Silber haben wir auch so viel? Uiuiui. Also, ihr merkt's schon. Der kleine Ausflug hier gerade. Oh, hier, wir können sogar so einen richtig schönen Kerzenständer uns schon zimmern. Und ja, zur goldenen Spitzhacke fehlt uns auch wieder nur noch ein einziger Barren, also nicht schlecht, ne? Silberausrüstung könnten wir uns sogar schon gönnen. Eieiei. Gut, ich werde die Silber und so weiter erstmal hier oben in unsere Kiste packen. Da können wir uns dann auch überlegen, was wir damit so. Ups, ja, das war falsch. So. Eieiei, 14 Kupfer haben wir noch über. Das Gold packen wir einfach mal hier rein. Und die ganzen Fallen könnten wir ja mal mitnehmen. So, zwei graue haben wir hier und drei braune. Könnten wir mal irgendwo anbringen, würde ich sagen. Und ja, wir müssen auch demnächst hier echt mal ein wenig Ordnung schaffen in unserer Kiste. Das sieht ja echt schlimm aus. Wir könnten aber zumindest noch mal ein wenig Seide herstellen. Da haben wir nämlich auch wieder ein paar Spinnenweben gefunden gehabt. Und ja, daraus könnten wir jetzt wiederum vier Banner herstellen. Und diese vier Banner brauchen wir auch ganz genau, um unseren Turm dort oben komplett fertig zu schmücken, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ich denke mal, dass. Ja, genau, an jedem brauchen wir noch zwei Banner. Also, das kommt doch dann genau hin. So, einer hier, einer dort. Und komm schon, die Tür kann eh offen bleiben jetzt. Die hier ganz genauso. Und dann kommt hier jeweils noch. Okay, da muss ich hier hoch. Kommen hier noch. Nee. Da sind die natürlich falsch. Also mal schnell unseren Hammer ausgewählt. So, die kommen natürlich hier hin. Na, komm schon. Na, noch ein Stückchen gehen. So. Jo, das sieht doch schick aus, würde ich mal sagen. Und wir müssen jetzt aber hier noch ein paar Rückwände herstellen. Ah, da muss ich aber wieder schnell zur Werkbank zurück. Viele Rückwände brauchen wir zwar nicht mehr, aber ein paar werden doch noch benötigt. Also, komm schon. Hier, Grey Bricks. So. Gus, the Merchant, has arrived. Ja, ich wusste es doch, dass hier bald mal der erste NPC eigentlich eintrudeln dürfte. Und ich habe noch mal eine Frage an Brad. Wegen Crafting. Und zwar haben wir jetzt ja diesen Schlamm gefunden. Silt, wo ist es denn? Hier. Okay, da können wir gar nichts drauf machen, draus machen. Okay, ist also genauso wie. Na gut, Dreck können wir immer in Dreck. Und, ah, wir können sogar Matt herstellen. Wusste ich gar nicht, dass wir aus Dreck Matt machen können. Und aus Matt wiederum könnten wir Mudstone Blocks machen. Sehen auch nice aus. Na gut. Kupfer, wie sieht's aus? Da bräuchte ich doch mal ein paar von den. Oh, cool, eine Uhr. Genau, das hier. Vielleicht, mal irgendwie so einen richtig schönen Kronleuchter. Guten Flammenwerfer werden wir uns noch nicht leisten können. Ah, das hier könnten wir aber wieder so einen Tiefenmeter. So, Mechanic Eye. Summons the Twins. Okay, scheint ein neuer Gegner zu sein.
Ebenso wie das Summons the Destroyer und Summons Skeleton Prime. Gut, also aus dem Kupfer, da bräuchten wir dann noch eine Eisenkette. Jetzt habe ich das hier wieder weggeschmissen. Das war natürlich nicht erwünscht. Dann lasst uns mal eben unser Eisen holen. Das hatten wir hier hinten drin. So, komm schon mit. Und dann stellen wir uns mal eben zwei Ketten her. So, das restliche Eisen können wir dann gerne wieder zurücklegen. Hier ist es, so. Und Kronleuchter, genau, hier haben wir ihn. Zwei Stück. Ist auch schon mal super. Und den packen wir dann dort oben in unser Haus hinein. Beziehungsweise in das Haus von, wie hieß er doch gleich? Goss, glaube ich. Ja, da oben machst du dich natürlich gut, mein Lieber. Wir könnten ja gleich mal sagen, Gus the Merchant, genau, wohnt hier. Ist eh schon seins. Umso besser. Und dann werden wir dem auf jeden Fall nämlich noch einen Keller spendieren, wo wir ihm. Geht das auch wieder weg? Ah, okay. Wo wir ihm dann so ein kleines Lager einrichten werden. So. Sieht doch top aus. Jetzt ist der Tisch allerdings nicht ganz mittig. Moment. Packen wir das nochmal ein Stückchen weiter nach hier rechts. Packe ich am besten erstmal den Stuhl. Ja, komm schon. Ach, jetzt stehe ich wieder aber falsch rum. Aber ich glaube, so müsste es doch hinhauen, oder? Wenn wir den Stuhl dann so rum hier platzieren und dann den Tisch. Ah, okay, ich sehe schon, das passt ganz genau nicht. Okay, dann machen wir es anders. Dann packen wir das Ding nochmal weg und packen es hier ran. Dann ist der Abstand hier immerhin gleich vom Tisch zu den Kronleuchtern. Und ja, das sieht doch schon mal super aus. Lasst uns jetzt mal eben hier so ein kleines Keller räumen. Oder obwohl, Moment, wir könnten erstmal, bevor wir hier noch anfangen zu bauen, den Turm hier natürlich komplett fertigstellen und die Rückwände hier jetzt alle einsetzen, wo sie hingehören. Na komm schon, da oben kamst du doch eben auch schon ran. Stell dich mal nicht so an. Sehr schön. Der Händler könnte auch mal in seine Bude gehen und nicht da oben so komisch rumeiern. Auf dem Dach. Bis du runterfällst, ne? Bis einer heult. Kenne ich doch schon. So. Gut. Und jetzt einmal hier oben noch. Ah, jetzt darf ich hier nicht vergessen. Genau, so. So, jetzt waren wir. Genau, hatten wir hier jeweils eins. Und. Ne, das ist jetzt ein zu nah dran. Moment. Ne, den Hammer brauche ich natürlich. So, so schnell sind die Rückwände auch wieder abgetragen. Und ja, damit ist der Turm dann auch vervollständigt, Leute. Das sieht doch schon mal super aus. Und wir könnten auch sonst hier unten den Lagerraum hinpacken. Wenn wir sowieso hier schon so ein bisschen was haben. Ja, obwohl ich glaube, das fülle ich mit Dreck auf nachher. Damit wir dann hier wieder schön unsere Stadt fortführen können. Dann lasst mich mal überlegen. Ja, sonst hauen wir den Keller dort. Nee, das sieht nicht aus. Ja, hauen wir einfach hier noch ein bisschen was weg. Und packen dann dort einen Keller hin. Oder wir können den Keller auch von hier aus, denke ich, machen. Das sieht dann doch ein bisschen besser aus, denke ich. Eieiei, also jetzt wird der Dreck ja auch richtig schnell weggekloppt. Sehr schön, das freut mich natürlich. So. Ich finde, das passt ganz gut hier eigentlich. Muss ja nicht ganz so hoch werden, soll nur ein kleiner Lagerraum werden. Also keine Sorge, da werden wir auch keinen NPC jetzt irgendwie drin noch unterbringen. Nee, nee, da kommen einfach nur ein paar Truhen hin. Und damit hat sich die Sache dann. Obwohl wir auch demnächst dann wirklich eigentlich schon wieder das nächste Haus bauen müssten, damit wir auch weitere NPCs anlocken können. So, jetzt sehe ich da oben noch, ein bisschen Kupfer. Werde ich einfach mal schnell einkassieren. So, komm schon. Jetzt muss ich wahrscheinlich eh noch mal ein Stückchen höher. Mach mal hier ein bisschen, ey, Licht hin. So, sehr gut. Okay, Kupfer ist schon mal eingesammelt. Dann würde ich mal sagen, hauen wir jetzt hier einfach das mit Dreck zu. So. Und ja.
Wie weit gehen wir? Ja, lasst uns hier bis hier so ungefähr gehen. Das sollte dann genügen. So, hier muss ich eh weghauen, weil da noch die Steinplatten gleich hinkommen als Boden. Und ja, dann müssen wir auch noch die ganzen Rückwände hier wegkloppen, damit das alles ein wenig schöner aussieht. Ah, da kommt Freude auf. Zum Glück geht das ja alles hier mit dem Hammer richtig zügig. Haben ja auch schon wieder einen besseren als zuvor. So, das da unten kann ich eigentlich lassen. Weil wir eh nicht... Na, komm schon, den da muss er auch noch wegmachen. Weil wir da unten das eh nicht sehen werden. Moment, ich kann auch erstmal kurz hier die Grey Bricks hinpacken. So, da oben kommen die auch noch hin. Oder wir machen es noch einen höher. Ja, lass uns das noch einen höher machen. So, komm schon. Dann sieht das alles ein bisschen besser aus, wenn das so die Höhe hat, ungefähr. So, das kommt weg, das kommt auch weg. Und Grey Bricks kommen dann hier hin. Zack, 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 zack. Los, komm schon, beeil dich. Wir haben doch keine Zeit. Heieieiei. Immer am Hetzen hier. Schlimm, schlimm, schlimm. So, hier kommt eine Fackel hin. Und hier kommt eine Fackel hin. Und jetzt wird der Hammer wieder ausgerüstet. Und dann geht's ja Schlag auf Schlag, dass der Dreck da hinten wegkommt. Und wir hier den schönen Hintergrund begutachten können. Aber auch nicht lange. Natürlich hau ich hier gleich ein paar Steinrückwände hin. Dann sieht das alles schon mal ein wenig besser aus, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, ich habe auch schon eine Idee, wo ich das nächste Haus dann hinpacke vom nächsten NPC. Da könnt ihr schon mal gespannt sein, was ich mir da einfallen lasse. Und ey, jetzt hast du die Kerze abgemacht, du Bengel. Das solltest du doch gar nicht. Wir brauchen doch Licht, sonst sehen wir doch nachher nicht, was wir hier einlagern in unserem in unseren Räumlichkeiten. So, und dann einmal hier die Rückwände hin. Also Rückwände, muss ich mal sagen, die gehen auch richtig schnell immer weg. Wenn man das mal so sieht, jetzt haben wir wieder nur noch so knappe 100 Stück gleich, wenn wir hier durch sind, sogar noch weniger. Und dabei haben wir eben gerade mal eine ganze Ladung von über 200 Stücken gemacht. Ja, ja, die sind schon recht schnell aufgebraucht, das muss man ihnen lassen. Na, wegschmeißen sollte man sie dann erst recht nicht. So, komm. Ha, Mist, da hatte ich jetzt den Boomerang nicht ausgerüstet, sonst hätte ich dem Vogel nochmal ordentlich eine mitgegeben. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte eine Tür herstellen, genau. Auch wenn wir die zwar nicht schließen müssen. Na gut, die hier sollten wir zumindest schließen. Ich frage mich gerade, wo Brad ist. Der alte Bengel. Wo der sich herumtreibt schon wieder. Und genau, die Tür kommt dann natürlich hier hin. Und ja, dann könnten wir eigentlich mal eben die ganzen Truhen hier einsammeln. Mal schauen, was hatte ich jetzt hier so alles reingelagert? Eigentlich nur Quatsch. Also das können wir erstmal alles mitnehmen. Ah, hier hatte ich sogar auch noch einmal Seide. Blinkroot Seeds haben wir ja hier sogar nochmal. Ein Stern habe ich jetzt gerade nicht nochmal auf Tasche. Na gut. Aber wir könnten ja mal eben... ich muss mal irgendwie mit diesem Typen reden. Jetzt habe ich nur das Problem, wenn ich da jetzt runterspringe. Moment, wenn ich jetzt vielleicht... Ah, wo willst du denn ganz hin? So, kann ich von hier aus... Yo, mit ihm sprechen, sehr gut. Wir verkaufen ihm... Wie teuer ist... Wie viel ist das wert? 30 Silber ist das gute Stück wert. Nice. Wir verkaufen ihm aber erstmal das hier. So, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Und auch den Wooden Hammer brauchen wir momentan nicht. Ansonsten könnten wir eigentlich alles gebrauchen, soweit ich das sehe. Oder, ja. Ne, hier, den Shackle, den können wir nämlich nicht mehr benutzen. Und die Shuriken benutze ich eigentlich auch nicht. Die verticke ich jetzt einfach mal schnell. So, was bietet er hier an? Eine Kupferaxt und eine Kupferspitzhacke. Und ja, diese kleine Bank hier, die werden wir uns natürlich dann auch später wiederholen. Die brauchen wir. Beziehungsweise brauchen nicht unbedingt, aber ist schon eigentlich ein ganz nützlicher Gegenstand. Und der Mining-Helm ist eigentlich auch ganz lustig. 8 Gold ist natürlich eine Menge Holz. Gut, damit dürfte ich jetzt eigentlich alles mitnehmen können, genau. Und dann sammeln wir doch gleich mal... Ah, nee, mit dem Hammer muss ich das schon abbauen. Sammeln wir gleich mal hier die Truhen ein. Und packen die hier in den Lagerraum, wo sie jetzt auch ab sofort hingehören.
So, dann könnten wir eigentlich noch mal. So, Moment. So, genau. Muss ich auch noch mal ein paar neue Plattformen hier herstellen. Könnten wir mal wieder bald ein bisschen Holz gebrauchen. So, dann, sag mal. Ach, ich stand im Weg gerade, genau. Geht natürlich nicht, wenn man selbst da mit im Weg herumsteht. So. Nimm mal den Hammer zur Hand. Gut, und dann werden wir hier oben einfach die goldenen Truhen hinstellen. Und in die goldenen Truhen kommen natürlich dann später die Items etc. Dann würde ich mal sagen, ne, erstmal ein bisschen was entleeren hier. Zum Beispiel könnten wir hier die ganzen Kram, sowas wie Blumen etc. reinpacken. Spinnweben packe ich jetzt einfach auch mal mit hier rein. Die Blinkroot Seeds kommen da unten hin. Dann könnten wir gleich noch was für Tränke machen. Nein! Das Auge hat doch ernsthaft hier das Vögelchen gekillt. Ah, schade, dass ich noch nicht so springen kann. Glück für das Auge. So, jetzt haben wir den Vogel gerecht. Wie viel kann ich tragen? Leider nicht so viel, wie ich das gerne hätte. So, die ganzen Edelsteine und wertvolleren Ressourcen nehmen wir gerade mal mit. So. Da kommt ein Hasenkopf angeflogen. Meine Güte. Gibt's doch nicht. Und die wertvolleren Sachen packe ich einfach mal hier in diese Truhe. Das geht dann natürlich los beim Kupfer. Übers Eisen, übers Silber bis hin zum Gold. Und die Saphire etc., die reihen wir mal hier unten auch noch schön mit ein. Gut, das sieht doch schon mal nach was aus. Ich werde jetzt hier noch schnell diese Lagerarbeiten abschließen, damit wir dann beim nächsten Mal schön viel Zeit haben, uns wieder den wichtigeren Dingen anzunehmen. Ja, diesen Wundenkrams hier brauche ich eigentlich auch überhaupt nicht mehr. Die Blowpipe. Alles so ein bisschen Krams, was wir eigentlich gar nicht mehr so wirklich gebrauchen können. Behaupte ich jetzt einfach mal. Haben wir auch recht früh schon gefunden. Na komm. Ich mache hier noch fertig. 11 hast du nur noch. Komm doch hier noch ein bisschen runter, dann. Genau. Kannst du uns gleich dein Gold bzw. deine Kupfermünzen wieder überlassen. Gut. Steine etc. lege ich jetzt einfach mal hier rein, würde ich sagen. Rückwände dort unten. Und Stein behalte ich natürlich. Ja, so ein Wooden-Ding. Ich glaube zwar nicht, dass wir nochmal irgendwann eine. Ja, Silk brauchen wir eigentlich jetzt eh nicht, weil man das für nichts gebrauchen kann. Können wir es auch genauso gut eigentlich hier lassen. So, die Blumen kommen natürlich hier mit rein. Sterne packe ich jetzt einfach auch mal hier mit rein, was soll's. Mushrooms ebenso. Da werden wir noch ein paar andere Mushrooms später finden. Das wisst ihr ja schon. Und was könnte hier noch mit rein? Die Linsen könnten theoretisch hier unten noch mit hin. Das ist eigentlich eher so eine Trash-Truhe, muss man ja mal sagen. Okay, Dirt-Traps, Dirt. Aber wir haben schon wieder so viel Dirt. Brauchen wir eigentlich eh nicht so viele Stacks. Können wir schon mal ein bisschen was wegkloppen hier. So. Gut, noch einmal hin und her rennen. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft für heute. Dann erlöse ich euch. Komm so. Ey! Geht doch. So. Und genau. Silverbrick haben wir hier noch. Die Battle. Den Dreizack. Dayblum. Dayblum Seeds. Und jetzt nur noch die Truhe mitgenommen. Dann sind wir hier fertig fürs Erste. Ja, komm. Geh doch nach Hause. 70 Kupfermünzen. Sehr schön. So, Tür zu. Und hoch mit uns. So, dann wollen wir doch mal eben die letzte Truhe hier noch hin platzieren. Hier kam jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was rein. Ah, die Seide könnte ich einfach auch mit hier rein tun. So, Dayblooms Seeds haben wir ja noch. Und Dayblooms an sich. Sonst sieht das schon mal gut aus. Hier machen wir einfach mal wieder eine Truhe, wo wir Tränke reinpacken können. So. Und auch das Glas, das ist ja auch später für die Tränke wichtig. Das kommt erstmal hier mit rein. Wir werden später noch eine Itembox machen, denke ich mal. Und ja, die Blowpipe könnten wir jetzt eigentlich auch verticken.
werde mal eben nochmal schnell zum Händler latschen. Ah, sehr gut, der ist immerhin klug genug gewesen, jetzt nach drinnen zu kommen. Und für die Blowpipe gibt er mir 20 Silber. Nun ja, immerhin, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und jetzt fehlt nur noch eine Sache, die hier rein muss, und zwar der Silverbrick. Gut, ich glaube, das war's. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier an unserem Spawnpoint wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.